Willkommen zum 14. Mal City Skylines. Ja, also ich sag mal, diese letzte Folge war schon ein sehr großer Meilenstein und jetzt geht's noch weiter. Wir schauen uns nämlich unser ganzes System nochmal an, was wir gestern gebaut haben. Und dann können wir auch endlich mal die ganzen Stationen umbenennen und einfach mal dem belebten Treiben mal zuschauen. Dann würde ich erstmal sagen, so. Fangen wir mal mit dieser S-Bahn an, mit der S1. Können wir das denn nennen? Bahnhof, ja? Oh, nahe Linien. U1, S1, cool. So, das nenne ich mal Bernheim. So. Ob ich auch S-Bahnhof schreiben sollte? Ich weiß nicht, wie viel Platz gibt es überhaupt? Wie viel Platz gäbe es noch? Okay, ja, genug, denke ich. Sonst muss man halt abkürzen. S-Bahnhof Bernheim. So, hier könnte man sagen. Da müsste jetzt auch noch so tief gehen, dass ich jetzt auch Straßen so umbenennen. Nenne ich das S-Bahnhof. Wow! Was zum Henker? S-Bahnhof. Philippstraße. Passt so. Mal, sind das so zwei Zeichen? Ne, alles okay. So, das nenne ich Friedrichstadt S-Bahnhof. Hof Friedrichstadt. Friedrichstadt. Und das Suburban Station S-Bahnhof S-Bahnhof Winklerstraße. Alles jetzt irgendwelche ausgedachten Namen. Ich wollte eigentlich so ein Stadtviertel nehmen, aber okay, gut. Dann lasse ich das erstmal so. Oder hier, wenn es ist ja keine Straße wirklich, sondern nennen wir es mal Allee. So, wenn ich jetzt auf diesen Traffic Lines Mod gehe, kommt dann auch wirklich dann alles so unten. S-Bahnhof Bernheim, Philippstraße, Friedrichstadt, Winklerallee. Nice, klingt cool. Also sieht da schon echt cool aus so. Was kann man hier noch? 1, Friedrichstadt, Winklerallee, das ist schon echt swaggig so. Ja, okay, freut mich. So, dann schauen wir uns mal die S-Bahn an. Oh ja, jetzt sind viele Leute da. Yes, die kommen natürlich dann von der U-Bahn alle rüber. Die Busse sind extremst überfüllt. Kann ich mir vorstellen. 122 von 240 auf der S1 hier. 20 von 240. Na, das wird jetzt voll. Mehr oder weniger. Das ist schon mal eine beliebte Kreuzung. So, Philippstraße. Was geht hier so ab? Ja, hier steigen viel aus, muss man sagen. Friedrichstadt. Ich habe auch die ganze Zeit sowieso immer auf der Dreierstufe, glaube ich. So, jetzt geht's natürlich. Sonst sieht es mal so aus, als würden die Züge fett in der Stadt rasen. Anscheinend ist zwischen Philippstraße und Bernheim schon der größte Teil der Benutzer schon ausgestiegen. Hier wollen doch auch Leute, oder? So, ich guck mal rein. Ja, es geht so. Die Bahn fährt aber schnell. Ach so, die wechseln hier einfach so. Ja, easy peasy. Ja, warte, easy, wir laufen einfach. Ach, jetzt verstehe ich das. Sagen, weil das Terrain hier abgeflacht ist. Ist der Bahnsteig sozusagen hier in der Luft so drin. Ah, ich verstehe schon. Also eigentlich ist der Bahnsteig hier. Und man sieht hier trotzdem, weil es so tief ist. Ah, okay, verstehe. Okay. Machen wir nochmal ein bisschen hier. Machen wir mal Gebäude rein, damit es abgeschlossen wird, glaube ich. Vielleicht noch hier Büros.
Die Winklerallee ist mal das hier, sag ich mal. Könnte eigentlich doch dieser Allee auch einen Namen geben, aber okay, das ist schon, passt schon. Ja, Alter, das wird jetzt echt voll mit der Fußgängerzone geil, ey. Oh, das muss ich jetzt Feld für Feld wegmachen. Jetzt wird's voll. Das sieht cool aus, Alter. Das sieht langsam echt cool aus. Aber hier sieht's uncool aus. Gibt's noch. Hier gibt's anscheinend keinen Bedarf für was. Okay. Wow, das ist irgendwie gerade ein bisschen verhunzt. Was ist denn da los? Warum fahren die denn alle zurück? Ja, da ist ein Streifenwagen irgendwie da reingeglitscht. Den Krankenwagen. Okay. Ja. Gut. Das ist schon echt cool. Also, die S-Bahn, ja, wie gesagt. 137. Verfolgen wir mal diese S-Bahn kurz. Schon echt krass. Mitten in die Stadt rein so. Echt geil. Geht's ein bisschen steil runter, ja, muss man schon sagen. Okay, und jetzt wie viel bleiben? Oh, 70 immerhin. Okay. Also knapp die Hälfte. Ja, also mehr als die Hälfte gehen jetzt schon raus. Wollen nicht weiter. Also wenn ich das zum Industriegebiet bauen würde, dann werden es ja so viele Leute. Okay. Das ist echt. Es hat schon Stadtfeeling, so. Ah, schon cool. Wie so in Berlin, so immer knapp an den Häusern vorbei, dieser S-Bahn-Viadukt. Schon cool. Vielleicht könnte ich mal so eine Hoch-U-Bahn bauen. Das wäre auch richtig feierlich, glaube ich. Okay, ja, 29 von 70. So, jetzt die Winklerallee. Ja, also man muss sagen, nicht sehr gut geführt, aber es ist schon mal ein Anfang. Außerdem, wie gesagt, das ist jetzt, liegt ja auch natürlich daran, dass auch die Gegend noch nicht so gut ausgebaut ist. So, und da wir es jetzt abgesteckt haben und das vergleichsweise nahe als ist, können wir auch mal weiter bauen, glaube ich. So, dann füllen wir das einfach mal. Das ist ja gerade so ein hoher Bedarf nach mehr Wohnraum, denn den wollen wir natürlich stillen. Allerdings, damit wir hier nochmal hier vielleicht die S-Bahn weiter ausnutzen, muss ich hier nochmal eine Straße weiterbauen. So eine Fußgängerstraße. So, Pedestrian Road und das verbinden. Ah, nee, das will ich dann auch nicht. Dann bildet sich eine Kreuzung und sowas alles. Nee, doch, doch, doch. Dann machen wir es mit der. Ich meine, wir haben jetzt ja den Traffic Mod und so alles. Ja, das passt schon so. Ja, ich bleib. Also ohne die Verkehrsmods hätte ich das nicht gemacht, aber. Nee, das, mit ist es schon machbar. Muss man sich halt so vorstellen, mit dem Traffic Manager. Switch Traffic Lights, also ist ja sowieso unnötig, da braucht man gar nicht, da braucht man eigentlich nur Add Priority Signs. So, also eigentlich müsste man hier jetzt auch noch in der Mitte zumachen, aber das, so weit ist dann das Spiel auch noch nicht. Ja. Eigentlich sogar Stopp. Aber es ist eigentlich eh egal, also. Es hält ja im Grunde nur auf, also für die Leute im Spiel. In echt ist es ja für die Verkehrssicherheit gedacht. Wow, Mann, es sind echt viele Menschen, Alter. Yo. Echt verdammt viele Menschen hier. Aber auch richtig geil, finde ich. Feier ich ab. Krass, also man kann jetzt von da hinten in die Altstadt und genau in das Herz der Altstadt sogar noch. Ja gut, hier Altstadt so, haha, aber. Gut, ich weiß schon. Auch
passen so viele Leute hier. Okay, ich stelle mal auf Stufe 1, damit ich ein bisschen mehr FPS habe. Krass, Alter. So langsam kann sich das wirklich sehen lassen mit. Also, so, wenn man das als Fußgängerzone bezeichnet, so. Boah, da steppt der Bär. Hier auch, aber ich habe jetzt gerade irgendwie keinen Bock auf den Traffic Manager Mod. Kann ich irgendwann später machen. Abwechslung ist ja immer sehr gut. Von daher. U-Bahnhof. So. Beginnen wir jetzt mal mit der Umbenennung von den ganzen Bahnhöfen. U-Bahnhof. Langer Park. Wenn ich jetzt auch so ein bisschen wirtschaftlich denken würde, dann müsste ich auch sagen, Twitch Altstadt Süd und so noch so. Langer Park. Mal sehen, ob der Platz reicht. Altstadt Süd. Ja, deswegen. Ist auch eigentlich egal. Nenne ich das mal einfach Langer Park. Ich meine, im Grunde, wer halt zur Altstadt will, muss halt hier hinfahren. U-Bahnhof. Ich weiß, also theoretisch könnte ich mir das auch sparen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Überall immer nochmal alles in U-Bahnhof umzubenennen. Na gut. U-Bahnhof Altstadt. St. Martin. Na, kommt das endlich mehr? Doch. Nein. Das gibt's ja nicht. So, jetzt. Krass, Alter, dieser Ring. So. Wie kann denn diese große Allee genannt werden? Breite Straße? Klingt so kaffmäßig, aber. U-Bahnhof. Mediantorallee. Spaß. Mediantor. Vielleicht Mediantor. Mediantor. Mediantorallee. So. Mediantorallee klingt jetzt ein bisschen scheiß, glaube ich. Mediantor. So. Die Mediantorallee. Aber es ist natürlich immer an meinen YouTube-Namen. Klar. Und hier. Halbmondmeile, ja. U-Bahnhof Halbmondmeile. Auch wenn die noch ein bisschen weiter unten ist, aber es ist eh egal. So. Hatte ich hier nicht noch so eine U-Bahn-Station? So. Ich könnte es natürlich Platz des Wohlstands nennen, aber es klingt irgendwie ein bisschen komisch generisch, deswegen ist es Platz. Platz der Republik. Ich meine, wir leben jetzt bestimmt nicht in der Diktatur. Nenne ich auch mal hier Platz der Republik. So, jetzt ist mir die Status Wohlstand. Also die Status Wohlstandsattraktion ist der Platz der Republik. Ja, gut. Neben den ganzen Müll und so. Ja. So. Und hier könnte man nennen. Ja gut, das nennt man dann genauso. US- und U-Bahnhof Bernheim. U-Bahnhof Bernheim. Okay. Ich meine, wenn ich jetzt auch sehr viel Freizeit hätte, könnte ich jetzt auch noch so einen vorläufigen Verkehrsplan machen. So einen Tarifplan etc. und so. Na gut, das ist jetzt eh nur Cities in Motion, aber. Ich meine, wenn es irgendwann später ist, ich meine, das ist halt so ein ziemlich großes Freizeitprojekt, da stecke ich halt viel Zeit rein, jetzt in City Skylines. Kann man ja theoretisch auch so eine, wie gesagt, so halt, was weiß ich, so wie in Berlin, halt eine BVG-Karte, eine S-Bahn-Karte, sowas machen. Ja, also wäre auf jeden Fall schon interessant zu sehen, wie gut ich es dann hinkriege. Also dann könntet ihr einfach zum Beispiel dann einen S- und U-Bahn-Plan halt in der Hand halten, den ich selber dann gemacht habe. Wär bestimmt lustig. So, da brennt es. So, also jetzt hätten wir die ganzen Stationen umbenannt und sehen wir mal nach, wie viele Leute da schon fahren. Kann man das sehen? Wöchentliche Passagiere U5. Genau, achso, nee, das will ich nicht. 121.
Bei der 1. 208, klar, ja, das ist natürlich best, das ist natürlich die bessere Linie, glaube ich, erstmal. Ja, genau. So, und auf dieser U5, auf der U5. Nee, U1 wollte ich. So, jetzt sieht man natürlich U-Bahnhof Falkenmeile, Medantoallee, dann Altstadt St. Martin, Platz der Republik. Ah, ich weiß nicht, vielleicht ändere ich es doch um, weil ich meine, immer über U-Bahnhof, ich meine, man weiß ja, worum es geht. Das ist eigentlich, ja, da war ich eigentlich ein bisschen dumm. Ja, ich glaube, ich ändere das jetzt. Oder beziehungsweise ich mach's später, nach dem Let's Play, damit ihr euch das jetzt nicht alles angucken müsst. Das ist ja auch bestimmt langweilig dann einfach. Beziehungsweise einfach unnötig in so einem Let's Play. Ich mach's dann einfach danach. Und ab jetzt mache ich's ohne dieses U-Bahnhof, S-Bahnhof und so. Ist einfach besser. Ja. So. Okay, langer Park, okay. Normalerweise wären es dann immer diese Straßen. Ich schau mal nach. Ja, also muss ich mir die ganze Zeit nur hier Namen ausdenken. Nennen wir die mal Einsteinstraße. Albert Einstein, Hashtag YOLO. So. Sandy können wir das nennen. Können wir diese Querstraße nennen? Das ist dann. Allee? Nein, naja, nee, das muss auch so eine Straße sein. Was kann ich denn denken? Bla 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 bla. Schröderstraße. So. Am Friedhof könnte ich es eigentlich nennen, aber es klingt irgendwie ein bisschen dumm. Es klingt so, naja. Ich nenne es mal Friedrichstadtpark. Ja, genau. Das nenne ich jetzt mal Friedrichstadtpark. Auch wenn es schon ein bisschen weit entfernt ist, muss ich sagen. Vielleicht kann ich das ja irgendwann umbenennen. Ah, und hier natürlich auch, wie hatte ich es auch mal benannt? Winklerallee. So, die 5 und die 1, genau. S1 und die U5. Jetzt können wir uns das mal anschauen. Genau, jetzt steht hier, okay, hier, Platz der Republik, U-Bahnhof Bernheim. Okay. Langer Park, Einsteinstraße, Schröderstraße, Friedrichstadtpark, Winklerallee. Okay, Alter. Nice. Nochmal auf den Verkehr gucke ich mal. So, ja, okay. Die Busse sind auf jeden Fall entlastet. Ich glaube, es war irgendwie bei 250. Auch mit der Bahn fahren einige. Ja. Oh ne, Reset All Names. Das wäre der Tod für mich, Alter, nach der ganzen Arbeit. So, von der S1 in die U1 umsteigen. Schon lustig. Ah, was? Der ist doch gerade nicht mit dem Fahrrad hingedüst, Alter. Niemals. War das gerade im Ernst? Okay. Da, da, da. Du. Oh, na, du bist ja sportlich, Alter. Läuft bei dir. Also, der hat ja schon mal einen Award für den besten Fahrradfahrer der Stadt, Alter. Gut, also, das Problem existiert einfach. Sorry. Okay, dann kann man hier auch noch so ein bisschen, sagen wir mal, Fußgängerwege bauen. Ja. Dann können wir draus hier, hier können wir noch ein paar Bäume pflanzen. Und dann ist es jetzt eine schöne Gegend geworden. Mehr oder weniger, ja. Noch so ein Fußgängerkorridor. Wer Lust hat, kann er dann hochlaufen. Und da haben wir unseren. Nein? Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal Testläufer rein und können dann beurteilen, wie die Straße finden. Ja, gut, mit den Busstationen ist wäre eh noch zu viel Aufwand.
dann jede einzelne Bushaltestelle dann umzubenennen, spare ich mir dann einfach mal. Also, Spiel muss dann auch Spaß noch machen. Und der Aufwand darf dann halt nicht zu viel zerstören. Und bei den S- und U-Bahn-Stationen geht es noch, da kann man sich noch geben. Also, dann macht es auch mehr Spaß dann, als es Aufwand ist. So, hier kommen die Herbstbäume. Achso, die wohnen auch alle einfach neben dieser Müllhalde. Achso, ja gut. Läuft bei denen. Oder auch bei mir, weil ich sie da hingestellt habe. 11.000 Leute. In der 14. Folge. Vielleicht hole ich das ja dann so ein, sozusagen. 14. Folge, 14K. Ja, Spaß. Gut, vielleicht könnte ich das noch nach hier unten ausbauen. Wäre gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ist gar nicht verkehrt, ja. Dann baue ich das mal um noch eine Linie aus. So, Haltestelle zum Verlegen ziehen. So. Oh, Trauer. Aber es wird wieder zurückkommen. Eins und zwei. Nein. Genau. So, natürlich muss ich jetzt noch diese. Ah, okay, jetzt kommt ein Auto speichern. So. Wasserwerke. Wasserwerke am. Ja, wie soll unser Fluss eigentlich heißen? Das lasse ich mal jetzt so als Spoiler da. Wenn jemand Lust hat, sich daran zu beteiligen, wer eine Idee für einen coolen Namen hat, kannst du in die Kommentare schreiben. Ja, sonst lasse ich es erstmal Wasserwerke am, bla bla bla. So, damit hätten wir unsere U1 noch weiter verlängert. Ja. Hier natürlich viele Busse in der Altstadt, also. Ja. Ja, cooles System, soweit. Jetzt ist echt hier viel los, Alter, krass. Laufen hier echt viele Leute rum. Langsam kommt hier wirklich so. Ja, also wenn es so weitergeht, dann wird es echt überlaufen dann. Schon cool, finde ich. Ja, die Altstadt ist eh hier mal so. Na gut, aber ich meine, was soll man dann von Innenstadt zu erwarten? Das ist halt wuselig und dicht und so alles. Ja. Da braucht es halt so ein bisschen. Ja. Habe ich hier nicht schon irgendwann. Habe ich hier nicht eigentlich schon Time Traffic Lights gemacht? Warum nicht? Aber erstmal will ich mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, weil sonst habe ich auch keinen Bock. Na okay, sie sind geradeaus und links. Ist auch geradeaus und links, also es scheint wohl eine normale Kreuzung zu sein. Ja, kannst du mal wegfahren, ich will mal sehen, was da unter ist. Also hier ist nach rechts. Dann müsste da nach links sein, ne? Nicht geradeaus. Ja, genau. Oh, dann ist es sogar eine Kreuzung, die normal ist. Na gut, das mache ich dann noch. Das gebe ich jetzt mal. So. Damit wir vor allem mal diese ganzen Leute hier unten entlasten, die dann hier warten. Also ich will ja nicht irgendwie eine ganze Zeit warten hier. So. Also die können eigentlich permanent fahren. Ich glaube, die brauchen. Ach nee, die können nicht permanent fahren. Die wollen ja vielleicht auch nach links. Ja, dann. So. Ich glaube, dann gebe ich das hier mal so weit erstmal. Weil die wollen ja auch mal manche Spuren wechseln und so. Deswegen kann es sich schaden, dass beide Seiten gleichzeitig fahren dürfen. Da gebe ich ihnen mal gigantische 40 Sekunden. Vielleicht gibt es Verkehrsexperten, die einfach sagen, so, ist da viel zu viel oder sowas, aber. So, erstmal. Oh, warte mal. Habe ich das da richtig gemacht? So. Ne, die dürfen natürlich nicht fahren. Die dürfen. Raus und. Nein, die dürfen rechts abbiegen sogar. Ja, okay. Gut, soweit. Ah, ne. Dürfen sie nicht. Ne, keiner darf fahren, außer die. Ja, okay. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen hart. 40 Sekunden, dann mach ich mal so 25. Die könnten ja noch Mischschaltsysteme, also Mischzustände haben, wo dann auch trotzdem noch hier Leute fahren dürfen, aber halt nicht so die komplette Straße. Der zweite Zustand heißt, sagen wir mal, die dürfen nur geradeaus fahren und die auch und rechts abbiegen. Das wären auch nochmal so 15 erstmal. Dann kommen wir halt so auf die 40 von eben für die rechte Spur. Also klar, die Linksabbieger sind aber schon fett an. Ja. So.
Also hier sind echt viele Sabiner. So, und die. Rechts und links. Rechts und links. Das heißt, die dürfen wieder rechts abbiegen. Auch nur vielleicht 10, sagen wir mal. Ja, dann sollten wir auch nicht so lange warten. So, und damit durfte jetzt doch jeder, oder? Also nach der Kreuzung. So, ich schaue nochmal nach. Schaltung 1, die dürfen fahren. Zustand 2, natürlich. So, die auch geradeaus fahren, rechts abbiegen. Okay, also ist diese Seite auch erfüllt. Diese ist auch schon erfüllt. Und die dritte halt. Ja, okay. Schauen wir, wie es jetzt funktioniert. So. So, jetzt dürfen die zuerst. Ja, klar, jetzt ist es. Ich spule mal diese eine Ampelschaltung erstmal durch, weil am Anfang ist halt noch ein bisschen kompliziert. Na gut, aber da ergibt sich schon logisch gesehen, dass ich auch hier noch das machen muss, damit ich die dann schön weiterleiten kann. Aber okay. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt dürfen die fahren, aber die dürfen auch fahren. Genau. 9, 8, 7, 6. So. Wow, wow, habe ich da wohl noch einen Fehler gemacht. Bei Zustand 10, da dürfen sie nicht fahren. Oh, lol, das ist ja komplett falsch. Ja. So. Ja, jetzt müsste es gehen. So, jetzt die ganzen Linksabbieger. Eigentlich müssten es ja zwei Linksabbiegerspuren sein, komplett, ne? Das ändere ich dann auch mal um. Weil jetzt geht's ja der Motte, ne? In dem Fall ist es entspannt. Genau. So. Aber der darf nicht mehr geradeaus, genau. Damit wir dann auch diesen Verkehr begünstigen, weil ich meine, so viele Leute, die geradeaus fahren, gibt's halt nicht. So. Ja, natürlich. Oh, Alter, jetzt will er wieder rechts rein, oder was ist denn da los bei ihm? So, diese Kreuzung. So, 3, 2, 1. So, jetzt dürfen die fahren. Okay. Jetzt dürfen die fahren. Ja, jetzt sieht's geordnet aus. So, jetzt wird auch die Schlange langsam kleiner. Ja, es lässt sich sehen. Mehr oder weniger. Also optimieren kann man immer. Ja. Oh, die wollen nach rechts. Ach so, stimmt, ja. Hä? Fährt der nach rechts, Alter? Geradeaus ist doch hier lang. What the fuck? Okay, gut, jetzt wieder dieser Zustand. Der fährt einfach gar nicht, ne? Wartet der auf die Fußgänger oder was? Also dafür kann ich nichts, wenn der jetzt so wartet. Wow. Wird es irgendwie kleiner? Eieiei. Verkehrsinfarkt. Was ist denn hier los? Hä, und warum geht hier gar nichts los? Eieiei. Ach so, sie warten immer aufeinander. Ach so, ich habe hier. Na gut, dann müssen hier auch Ampeln rein. So, anders geht's nicht mehr. So, ich glaube, es wird sich erstmal selber regeln. Okay. Ja. So, aber hier wollte ich auch noch das machen, genau. Das ist eine Node. So, gucken wir erstmal, ist die Kreuzung normal? Ja, ich würde sagen, ja. So, rechts und links. Genau, die ist normal. So, dann machen wir mal so, dass hier die Straße bevorzugt ist, weil die wollen halt alle halt um die Ecke eigentlich nur so. So, Change Mode. So eine abgezweigte Vorfahrtsstraße, oder wie heißt es, so gebogene Vorfahrtsstraße. Das wird dann halt jetzt die meiste Zeit beanspruchen. Die 30. So. Ja, genau. Danach die halt. Genau. Die geradeaus. Sind dann vielleicht, sagen wir mal,
10 Sekunden oder so, mehr brauchen noch nicht so viele Wahnsinns. Also ja, natürlich wird sich dann auch ein bisschen Stau ergeben, aber es wird schon, das ist schon ein Vorteil, so wenn man halt das hier so belässt. Und dann links abbiegen und hier rechts abbiegen. Da könnten die auch nochmal rechts abbiegen eigentlich. Nee, nee, das geht nicht. Ja klar, sonst kollidieren sie mit den Linksabbiegern da. Das wäre dann. Ja, ich mache da mal knappe 6 Sekunden. Ja, es sollte schon passen. So, dann schauen wir mal, wie es funktionieren wird. Ach, mit einem Traffic Manager Mod will ich das auch übrigens noch begrenzen. Da es eine reine Rechtsabbiegerspur wird. Na, kann ich das jetzt machen? So, einmal abwählen, nochmal an. So. Jetzt soll man nur nach rechts biegen. Genau. So wie ich es will. Jetzt schauen wir uns das mal an. Können wir jetzt damit den Verkehr ein bisschen erleichtern? Okay. Hatte ich hier nicht auch Traffic? Das hatte ich auch schon alles optimiert, oder? Vier, drei, zwei, eins, zwei. Sollte ich nicht vielleicht das Linksabbiegen da verbieten? Weil es sieht einfach so viel. Dann fahren sie halt einfach da rum. Im Ernst, ja. Ja, ich verbiete denen jetzt mal das Linksabbiegen. So. Nochmal. Nee, ja, das sollte jetzt weg. Dürfen nur noch geradeaus fahren. Genau. Damit wir mal diese eine. Damit wir mal dieses eine da los sind. So, geradeaus und rechts. Genau. Geradeaus und nee, links, da dürfen sie auch nicht. Also ich. Sollen sie wirklich nur von diesen weniger befahrenen Seiten machen dürfen? Ja, es war hart, aber man muss es halt auch dann so machen. Damit der Verkehr dann für die anderen noch machbar ist. So, jetzt hier. So, View. Und ja, hier darf gar keiner. Ja, das lösche ich mal. Hier dürfen die, da dürfen die. Ja, das könnten wir eigentlich mal so versuchen. Vielleicht ist der Verkehr jetzt nicht mehr so verkrampft. Ja, da konnte ich leider nicht so viel machen, weil das irgendwie verbuggt ist. Also es erkennt das nicht so als gute Kreuzung an. Stimmt, hä, bin ich eigentlich dämlich? Wollte ich das nicht auch her, so als abgebogene Vorfahrtsstraße machen? Stattdessen macht dies so behindert. Ja, nee, ich bin ja ein Volldepp, Alter. So, das mache ich dann so. Und dann so. Und ja, dann. Genau. Ja, genau. Und dann, das dann ist dann. Links abbiegen. Links abbiegen. Das sind nur 5 Sekunden, meinetwegen. So, das müssen wir jetzt ein bisschen laufen lassen, dann sollte es auch gehen. Krass, genau. Warum fahren die denn nicht? Was ist denn bei denen los? Okay. Ja, es liegt halt dran, wenn man dann so viele. Wenn man dann so viele Ampeln hat hier. Ach, der will links abbiegen oder was? Wo will der denn hin? Achso, Track mal hier ausschalten. Der fährt nach Wohltatresidenz. Ja klar, jetzt ist er natürlich ausgebremst erstmal. Ich glaube, ich mache jetzt mal was jetzt. Achso, der fährt einfach trotzdem. Ja gut, okay. Der. Elementare Bekleidung. Boah, die wollen alle da lang. Es dauert halt so ein bisschen, bis es sich entknotet. Königsresidenz. Okay. Ich clear einfach mal jetzt den Traffic. Ganz einfach. Damit es jetzt mal neu funktionieren kann.
Der hält jetzt den Verkehr auf wie so ein Depp. Was ist denn bei dem los? Ach, der ist der. Hä? Beim Parken. Oh mein Gott, was für ein Lappen. Okay. Haben wir jetzt diese Verkehrsachse hier ein bisschen ausgebaut, so. Können auch mal einen Blick auf unsere S-Bahn werfen. So, wie viele Leute kommen denn hier raus? Okay. Bei den Bussen warten noch so viele Leute, krass. 61 fahren die jetzt weiter, ja. F-Bahn und Friedrichstadt. So. Und die Winklerallee, wo man dann in die 5 umsteigen kann. Ja, okay, der Verkehr scheint jetzt besser zu laufen. Wollen alle rechts lang. Aber zum Glück wechseln die jetzt mal die Spur. Ja gut, rechts dann abzubiegen ist dann ein bisschen, ja. Das kostet dann Kraft. So eine dreispurige Straße ausmachen wäre irgendwie ein bisschen dumm, finde ich. Das würde dann ein bisschen diesen Charakter entfernen. Es wäre dann so ein bisschen die schnelle Straße. Ja. Auch gleich ein bisschen ein paar Häuser pflanzen. Oh, hey, morgen kann ich jetzt auch euch immer erzählen. Jetzt muss ich um 6 Uhr wieder aufstehen für die nächste Wirtschaftspolitik-Vorlesung. Ich musste mich damit mit dem Höhlengleichnis von Platon nochmal beschäftigen. Ja, es war, fand ich schon sogar aus der Schule ganz lustig. Ja, mal schauen. Ich überlebe das schon. Wobei, also die Folge wird ja ein bisschen später rauskommen, weil ich das doch alles bearbeiten muss, dann ist es dann wahrscheinlich auch alles schon vorbei, wenn ihr es gerade hört. So. Könnt ihr dann auch wieder bei meinen Studienvideos vorbeischauen. Aber es scheint zu laufen. Oh, wenn es jetzt immer nicht diese. Wenn es nicht immer diese Honks Folgen geben würde, die dann. Ah, die dann immer diese Spuren, also ich dann. Es ist echt dumm. Die wollen alle rechts abbiegen, ja? Dann sollte ich vielleicht mal hier ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, vielleicht sollte ich das tun. Vielleicht so 14? Ja. Damit sich dieser Knoten lösen kann. So, stimmt, die wollen alle auch nur geradeaus und sowas. Ja, ich halte damit schon ein bisschen den Verkehr auf. Krass. Der Bus, easy peasy. Okay, jetzt diese. Nein. Das muss ich hier auch mal umändern. So, das ist komplett nur für Linksabbieger. Damit sich das mal ändert. Ich glaube, die Folge neigt sich jetzt schon dem Ende. Boah, spammt wirklich hier Leute einfach rein raus. Bediente Passagiere 210. Und die hier, die müsste eigentlich auch relativ 69, okay. Wie läuft es denn hier an dieser Meile? Oh, hier, Alter, geht ab, Alter. Ups, 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 Alter. Und hier, boah, geil, das wird, ey, mach ich sofort hier mal. Was denn hier, Alter? Sing-along Karaoke, ja? La 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 la, deiner. Der Ultra-Club, Alter. Ach ne, Beauty, okay. Italian Dinners. Was ist das hier? Sing-along Karaoke nochmal, also deiner. Ah, schon wieder ein Diner. Souvenirs. Mimis Café dahinter noch, okay. So. So, mach doch mal was Fettes hier rein. Sonst sieht so leer aus. Okay, Alter. Und die Kreuzung sieht vergleichsweise okay aus, also verstopft scheint da nichts mehr zu sein.
okay. Geht jetzt auch mal. Okay, jetzt ist die Phase dran, oder? Leute, die einfach rechts abgebogen ist. Läuft bei dem, Alter. Läuft auch hier. So, damit wir verhindern, dass irgendwelche Leute hier mal rechts abbiegen. Oh mein Gott, Alter. Er hat die ganze... Hä, warum fährt er denn nicht nach links? Das verstehe ich einfach nicht. Wow, Alter. Er fährt ja nach rechts, Alter. Hä, sind die dumm? Hä? Verstehe ich echt nicht. Das könnte doch so gut funktionieren. Läuft, Alter. Ich fahre einfach nicht nach... Die fahren einfach nicht nach links, weil sie nach rechts wollen, Alter. Ja, kein Wunder, dass ich hier immer Staus hab. Dann sollen sie mal nicht, dann sollen sie sich mal nicht wundern. Oh, mal dieses Stauprinzip, dass so alle so lange brauchen, Alter. Ich hasse es auch in echt, ey. Das ist so schlimm. In Wopeds kommt man einfach viel schneller durch die Stadt und so. Beschleunigt man auch schneller. Ja gut, jetzt können sie alle rechts, ja. Der, gut, der fährt einfach, der biegt einfach mal so ab. Ja, entspannt. Wow. Also man sieht ja, dass sich ja komplett dran halten, ne? Ja gut, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, wenn sie sich nicht dran halten, sollen sie in ihrem Stau stecken. Also kann ich ja ein andermal machen und ja. Auf jeden Fall eine geile Folge, würde ich sagen. Für mich auch vor allem. Oh, was sind hier Geige? Was sind hier gut für die geboren? Nicht genügend Verkaufsmann, ne? Muss ich auch irgendwie wieder Industrie und sowas platzieren, so ein Dreck. Echt krass. Ja, die Ausfahrt wollte ich noch bauen. Verdammt, mache ich dann nächste Folge. Auf jeden Fall, ja, viel Spaß bei City Skylines noch. Das war City Skylines mit Mediantor. Habt Spaß. Ciao.